Wie kann man nur so traurig sein, wenn man so schön ist wie du, Rezia? Du brauchst doch bloß mit dem Finger zu winken und hast alles, worum man nur eine Frau beneidet. Mich könnte nur eines froh machen und das vermagst du nicht. Kein Mensch kann Tote erwecken. Dann halte dich doch an das Leben. Hyon hält mich fest. Versuch erst, ob ich nicht stärker bin. Sollen wir sie wieder auf das Schiff bringen und in Sizilien verkaufen? Ich tausche dir gern gegen eine andere, die nicht so stahlköpfig ist. Du bist ein grober Klotz, Abdallah. Hast du nicht gesehen, wie viel Leidenschaft in ihr steckt? Ich bin zufrieden. Heute habe ich das erste Mal einen Vorgeschmack bekommen, wie sie lieben kann. Man muss Geduld haben. Weit weniger geduldig verhält sich in unserem Liebesreigen Almansors Frau, Roshana. Sie hat im Palastgarten den schönen Sklaven Hyon bei der Arbeit beobachtet und ist in heftige Leidenschaft zu ihm verfallen. Abdallah, von ihr geschickt, flüstert Hyon heimlich zu, dass ihn eine schöne Frau von Geblüt zu sehen wünscht und bezeichnet ihm, wie er von dem Garten, ohne dass es auffällt, in Roshanas Gemach gelangen kann. In dem Glauben, dass dies ein Zeichen von Rezia sei, eilt Hyon in den Palast. Doch nicht auf Rezia trifft er, sondern auf Roshana, die ihm ihre Liebe gesteht. Als Hyon beteuert, dass er nur eine Frau auf der Welt liebt, Rezia, und dass nichts ihn verführen kann, versucht Roshana, ihn zu umgarnen.